Einen Grund zum Feiern haben die Bauern der Agrargenossenschaft Elbeland und ihre Gäste am Tag des offenen Hofes in der Landwirtschaft. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Verpächtertreffen. Ich hoffe, Sie können die Wetterbedingungen vertragen. Unser heutiges Verpächtertreffen möchten wir gleichzeitig nutzen, um 5 Jahre nach dem Hochwasser unsere neue Betriebswerkstatt einzuweihen. Wir möchten Ihnen also heute nicht nur einen Rundgang oder eine Rundfahrt über unsere Kulturen ermöglichen, sondern möchten Ihnen auch dieses neue Gebäude vorstellen. Besonders freuen wir uns heute, dass jemand da ist, der im vergangenen Jahr nicht dabei sein konnte, der einen maßgebenden Anteil daran hat, dass dieses Gebäude so steht, wie es jetzt hier steht. Denn wir haben Ottmar Kappel war in seiner aktiven Zeit wesentlich an der Planung der Werkstatt beteiligt. Gratulationen zur Einweihung der Werkstatt gibt es von allen Firmen, die mitgeholfen haben. Platz noch ein bisschen belebt kriegen. Danke, danke. Wie gesagt, fangen wir die Baubetreuung danach. Das ist, aber das, ja. Das ist, ja. Jawohl. Na, da finden wir einen schönen Platz. Sowas kommt nur zustande, wenn man da gemeinsam drüber spricht. Für und wieder auch dann letzten Endes diskutiert. So, herzlichen Glückwunsch und alle Zeit. Ja. Gute sie links. Ja, es wurden ja schon viele Dinge angesprochen, sag ich mal. Da möchte ich auch nicht allzu viele Worte noch zu finden, aber trotzdem auch nochmal aus meiner Sicht. Ein herzlichen Dank erstmal an Ottmar. Wie gesagt, du hast die Planung gemacht und dieses Projekt so vorbereitet. Es ist doch eine schöne Werkstatt entstanden, die unseren Zwecken vollkommen genügt, sag ich mal. Wir hoffen, dass wir für die nächsten 1-2 Jahrzehnte damit gut aufgestellt sind, dass wir die Technik, die wir hier zur Verfügung haben, vernünftig reparieren können, warten können, pflegen können, dass wir immer einsatzbereit sind, wenn es denn losgeht. Und das ist ja der Hauptgrund. Ich sage mal, in der alten Werkstatt hätten wir auch nicht mehr lange bleiben können. Wir sagen, es waren schon massive Mängel dort. Die Binder waren schon, die Decke war schon durchgesackt. Also wir hatten 4 Lager, eine Schmiede, so wie es war. Da waren ja früher über 30 Beschäftigte hier. Arnim Glimm übernimmt die Führung in der neuen Werkstatt. Rausziehen. Kann dann jeweils in den Eifelstutzen reingehen, hat dann gleich die Literanzeige, weil man, dass man weiß, wie viele Liter habe ich aufgefüllt. Kran und so, da haben wir dann 15 Liter. Im Nebenraum befinden sich Öle und Schmierstoffe. Mit einem Ölschlitten kann Altöl aufgefangen und in einem speziellen Tank abgefüllt werden. Das ist also ein Ladeschrank, der eine Absaugung oben gleich hat, dass die Gase abgesaugt werden. Man kann dort kleinere Batterien unten, die größeren, reinstellen, laden. Heutzutage muss eine Werkstatt auch eine Absaugung haben. Wenn hier ein Schlepper reinfährt, dann können wir den Stutzen eben auf den Auspuff raufschieben und dann werden die Gase abgesaugt nach oben. Auch sonst ist alles vorhanden, was eine Werkstatt braucht. Geräte für kleine und größere Schweißarbeiten. Für alles das passende Werkzeug. Über einen Kompressor kann Luft gepumpt werden und im Handlager finden sich Kleinmaterialien, die für die Reparaturen unerlässlich sind. Auch ein kleines Büro ist in der Werkstatt. Gleich gegenüber geht es zum Ersatzteillager. Selbstverständlich, dass all dies super mechanisch und natürlich auch alarmtechnisch abgesichert ist. Wer solche Maschinen hat, muss auch Geräte haben zum Reifenwechsel. Luftdruckregelanlage, der kann also so wie er Straße muss er natürlich vollen Luftdruck haben. Wenn der auf den Acker fährt mit Güllefass, dann kann er, braucht er drinnen nur antippen, dann senkt er die ganze Luft auf alle 4 Räder ab auf den Minimaldruck. Bei Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und deftigen Schnitten vertreiben sich die Gäste die Zeit, während die ersten Besucher zur Flurbesichtigung starten.
Vorbei an der Läuferaufzucht und der Biogasanlage geht es in die Feldmark, die rund um Charlibbe liegt. Arnim Glimm erzählt, dass trotz der Dürreperiode, die in weiten Teilen Deutschlands herrscht, Charlibbe Glück hatte. Einige Niederschläge sorgten dafür, dass das Getreide und der Mais relativ gut stehen. Die dicht am Wald stehenden Maisfelder sind immer wieder durch Wildschweine gefährdet. Hier hat sich die gute Zusammenarbeit mit den Jägern bewährt. Die errichteten Elektrozäune bieten einen wirksamen Schutz vor den Schwarzkitteln. Rund um die Felder errichten die Bauern Blühstreifen, damit sich die Insekten wohlfühlen können. Erheblichen Ernteausfall durch Hagelschläge wird es auf den Flächen nahe der Elbe geben. Wir haben dieses Jahr 4 Herden. Wir haben den Bestand schon noch wieder ein bisschen erweitert. Wir sind jetzt auf über 160 Mutterkühe. Und ich sage mal, fast jede Mutterkühe hat auch einen Kalb dabei. Übrigens gibt es keine durch Wölfe gerissene Kälber. Vielleicht auch deshalb, weil die Kühe im Stall abkalben und dann erst auf die Weide kommen. Seit wann sitzt du denn so auf dem Trecker? Seit 33 Jahren sitze ich auf dem Trecker. Und hat sich was geändert? Jede Menge. Man sieht ja schon an diesem Fahrzeug hier, das ist mit dem Modernsten hier, was Fenzo zu bieten hat. Das ist technisch Wahnsinn. Navi drinnen, eigentlich kann er alleine über den Acker fahren, ne? Macht er auch. Ja. RTK-System, alles drinnen. Fährt auf 2 cm Genauigkeit. Das ist schon. Ja, merkt ihr auch Klimatisierung, man draußen Hitze, hier drinnen angenehm, wunderbar. Zum Abschluss der Rundfahrt geht es vorbei an der neuen Fahrzeugwaage. Bei Schwein am Spieß klingt der Tag der offenen Höfe in der Agrargenossenschaft Elbeland aus. Jeder der Gäste steht zu dem Spruch, nur ein Held fährt aufs Feld.